Nachdem wir jetzt bisher die grundlegenden DC-DC-Wandler besprochen haben und ihre Betriebsarten, möchte ich nun noch ein paar Ergänzungen dazu durchführen, wie man zu neuen Schaltungen kommt. Die erste wird jetzt sein, der sogenannte Synchron-Gleichrichter. Was ist das? Die Idee beim Synchron-Gleichrichter ist, dass wir eine Diode durch einen aktiven Schalter ersetzen, typischerweise einen MOSFET. Wir werden gleich sehen, warum das nur eigentlich beim MOSFET Sinn macht. Das heißt, wir können es so flapsig formulieren, wir haben eine Diode in dem DC-DC-Wandler und diese Diode soll jetzt ersetzt werden durch einen MOSFET mit seiner intrinsischen Body-Diode, wobei die jetzt nicht so wichtig ist, machen wir die hier ein. Und dieser MOSFET wird jetzt eingeschaltet immer dann, wenn die Diode leitend wäre. Das heißt, der MOSFET wird synchron zu dieser Leitdauer eingeschaltet. Deswegen auch diese Idee des Synchron-Gleichrichters. Das heißt, tatsächlich ändert sich an den Schaltungen jetzt nichts, außer dass wir die Diode durch ein aktiv gesteuertes Bauelement ersetzen. Wie gesagt, im Regelfall ein MOSFET. Was ist das Ziel hinter der gesamten Aktion? Warum machen wir das? Das erste Ziel, was man damit erreichen kann, ist, wir kriegen einen höheren Wirkungsgrad beziehungsweise geringere Verluste. Das ist das Erste, was wir erreichen können. Das werden wir uns gleich nochmal angucken. Dann gibt es noch eine Sache, die wir damit erreichen können. Wenn wir bei dem DC-DC-Wandler alle Dioden ersetzen durch aktive Schalter, hier durch diese MOSFETs, können wir einen bidirektionalen Energiefluss ermöglichen. Das bedeutet, dass wir sozusagen Quelle und Last vertauschen können. Wir können von der Lastseite auf die Quellseite Energie übertragen und natürlich von der Quellseite auf die Lastseite. Das benötigt man beispielsweise bei Elektromotoren, Gleichstrommotoren, wenn wir beim Bremsen Energie zurückspeisen wollen und aktiv dagegen bremsen wollen. Und das Letzte, was man noch erreichen kann, ist, dass wir einen Betriebsmodus erzwingen, und zwar, wenn wir einen DC-DC-Wandler haben und den mit einem Synchron-Gleichrichter ausstatten, können wir den Betrieb mit kontinuierlichem Strom in der Induktivität erzwingen, selbst dann, wenn der Lastwiderstand kleiner ist als dieser kritische Widerstandswert, den wir kennengelernt haben, weil dann einfach sozusagen ein Teil des Stromes in negative Richtung rückwärts fließen kann. Der Schaltzustand des MOSFETs wird ja nur durch die Ansteuerung bestimmt, aber nicht dadurch, dass der Strom zu Null wird. Ein MOSFET kann auch in Rückwärtsrichtung einen Strom führen. Zunächst mal wollen wir diesen ersten Punkt nochmal genauer betrachten. Das heißt hier, zu diesem ersten Punkt, höherer Wirkungsgrad, geringere Verluste, wollen wir uns anschauen, wie man sich das vorzustellen hat, weil das tatsächlich eine der Hauptanwendungen ist. Das heißt, wir vergleichen jetzt mal die Spannung oder den Spannungsabfall zwischen Diode und MOSFET. So habe ich jetzt hier mal das IU-Diagramm sozusagen aufgezeichnet. Wir haben hier auf der X-Achse die Spannung, auf der Y-Achse hätten wir den Strom. Und jetzt wollen wir hier uns angucken, einerseits eine Diode, andererseits ein MOSFET im eingeschalteten Zustand. Das heißt hier mit einer Spannung UGS viel, viel größer als die Schwellspannung. Wie die sich jetzt verhalten, wenn wir dort Strom und Spannung gegenüberstellen. Das heißt, tatsächlich möchte ich hier sozusagen in Abhängigkeit von der Spannung über dem Bauelement den Strom in den beiden Bauelementen mir angucken. Einerseits hier den Strom in der Diode, andererseits den Strom in dem MOSFET. Ich meine jetzt bewusst in diese umgekehrte Richtung, weil tatsächlich, wenn wir nachher sehen, zum Beispiel beim T-Set-Steller, wir werden den in diese Richtung einsetzen, dass der Strom sozusagen aus dem Drain-Anschluss rausfließt. Das gucken wir zunächst an. Bei dem MOSFET wissen wir, wenn der eingeschaltet ist, im eingeschalteten Zustand, dann hat der MOSFET mehr oder weniger so eine geraden Kennlinie. Warum? Wir wissen, der MOSFET verhält sich wie ein ohmscher Widerstand. Das heißt, der Kehrwert dieser Steigung hier ist 1 durch RDS-ON in dem speziellen Arbeitspunkt. Und wir können jetzt sagen, okay, der Spannungsabfall am MOSFET wäre jetzt hier UDS gleich ID mal RDS on, beziehungsweise wenn wir hier diesen Strom minus IMOS einführen, minus IMOS mal RDS on. Was haben wir bei der Diode? Bei der Diode haben wir einen Spannungsabfall über die Diode und wir wissen, der setzt sich zusammen aus einer Schwellspannung UT0 plus dem Diodenstrom ID mal dem differentiellen Widerstand der Diode. Zeichnen wir das jetzt auch hier ein. Dann will man sowas feststellen, das heißt bis zur Schwellspannung plus ein ganz leichter Strom und dann nimmt hier dieser Strom exponentiell zu. Das wäre jetzt sozusagen der Verlauf bei der Diode. Das wäre der MOSFET. Und jetzt ist es so, tatsächlich, solange wir Spannungen haben, wo wir einen Spannungsabfall kriegen am MOSFET, der geringer ist als die Schwellspannung, das heißt bei vergleichsweise niedrigen Strömen, werden wir beim MOSFET geringere Verluste haben. Das heißt tatsächlich, wenn wir jetzt hier einen Strom I0 nehmen, dann sind das hier die Verluste, die Leitverluste des MOSFETs
für diesen Strom I0, aber die Diode würde diese grünen schraffierten Leitverluste erzeugen. Das wären die Leitverluste der Diode für den Strom I0. Und da sehen wir auch die Motivation, wie wir es schaffen, dass wir hier reduzierte Verluste kriegen, beziehungsweise einen höheren Wirkungsgrad, wenn wir eine Diode durch einen MOSFET ersetzen, weil sozusagen für kleine, gleichzurichtende Ströme der Spannungsabfall an dem MOSFET aufgrund dieses ohmschen Verhaltens kleiner ist. Das heißt, die Schlussfolgerung ist, Synchrongleichrichter ist besser für den Fall, dass der Spannungsabfall an dem MOSFET, das heißt ID mal RDS on, kleiner ist als der Spannungsabfall an der Diode als UT0 plus ID mal RD. Dann lohnt sich der Einsatz eines Synchrongleichrichters, wenn das Ziel diese Verlustleistungsreduktion ist. Jetzt wollen wir uns das angucken, wie sieht dann so eine Schaltung aus mit einem Synchrongleichrichter. Nehmen wir das Beispiel des Tiefsetzstellers, manchmal dann auch bezeichnet als Synchronabwärtswandler. Dann sieht das zunächst so aus, wir haben die ursprüngliche Schaltung, ich nehme jetzt mal für beide Schalter Endkanal-MOSFETs, das heißt ursprünglich hätten wir so einen Tiefsetzsteller, hier der Schalter S, durch einen MOSFET ersetzt, wir haben dort eine Diode und dann bekannt die Induktivität und den Kondensator fürs Ausgangsfilter, dort den Lastwiderstand angeschlossen. Und jetzt bei dem Tiefsetzsteller mit Synchrongleichrichter, genau wie bei allen anderen DC-DC-Wandlern, die jetzt diese Diode haben, wenn wir dort einen Synchrongleichrichter einsetzen wollen, ersetzen wir diese Diode, das heißt nehmen die Diode raus und werden statt der Diode einen zweiten aktiven Schalter einbauen, und zwar so, dass dessen Inversdiode jetzt gestrichelt dargestellt in derselben Richtung ist wie vorher die Diode des ursprünglichen DC-DC-Wandlers war. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Schalter, einen Schalter S1, einen Schalter S2. Dieser Schalter S2 ist jetzt der Synchrongleichrichter, das heißt S2 ersetzt die Diode. Wir brauchen eine neue Ansteuerung. Was haben wir jetzt? Der Schalter S1 wird tatsächlich mit demselben Steuersignal angesteuert, das wir bisher hatten. Das heißt, U-Steuer wird jetzt weiter in U-Steuer 1 normale PWM sein, mit einem Tastverhältnis D, was wir bisher hatten, und der zweite MOSFET wird jetzt angesteuert mit einem Steuersignal, was das invertierte Tastverhältnis hat. Das heißt, der muss ja immer dann ein sein, wenn S1 aus ist. Das heißt, wir haben für den zweiten eine PWM mit einem Tastverhältnis von 1 minus D. Wir haben dann jetzt nur noch an dieser Stelle zwei Schaltzustände. Entweder ist S1 ein oder S2 ist ein. Was wir noch ergänzen müssen, wir brauchen eine Totzeit beim Umschalten von S1 auf S2 und umgekehrt. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir hier so die Steuersignale uns angucken, wir müssen verhindern, dass die beiden gleichzeitig eingeschaltet sind. Das heißt, wenn ich hier oben das Steuersignal UST1 mache, Tastverhältnis D, das heißt hier von 0 bis D mal T eingeschaltet und dann für den Rest aus, dann werde ich, bevor ich jetzt diesen zweiten einschalte, eine gewisse Zeitdauer haben, in der beide Transistoren aus sind. Das heißt, wenn ich hier U-Steuer 2 darstelle, wird jetzt dieser erst einschalten nach Ablauf einer gewissen Totzeit bzw. Verriegelungszeit. In dieser Zeitdauer hier ist keiner der beiden MOSFETs leitend und deswegen brauchen wir dann auch diese Inversdiode. Entweder nutzen wir die mit oder wir haben hier antiparallel eine weitere Diode, zum Beispiel bei niedrigen Spannungen eine Schottky-Diode drin, um den Strom zu übernehmen. Und dann haben wir hier das Steuersignal des zweiten Transistors mit dem Tastverhältnis 1 minus D. Reduziert um diese Totzeit hier, werden wir noch mehr dazu sehen, wenn wir Wechselrichter betrachten, beziehungsweise Halbbrückenzweige. Tatsächlich diese Konfiguration hier, S1 und S2, die bilden einen sogenannten Halbbrückenzweig. Das heißt, immer wenn ich so zwei Schalter an derselben Spannungsquelle habe, übereinander und den Ausgang in der Mitte, das heißt hier die Spannung UE, hier unten hätten wir die Masse dran, dann ist diese Konfiguration eine Halbbrücke und bei so einer Halbbrücke muss ich immer dafür Sorge tragen, dass nie beide Schalter gleichzeitig eingeschaltet sind, sonst schließe ich diese Zwischenkreisspannung oder diese Versorgungsspannung UE. Kurz, jetzt was Besonderes, wenn ich jetzt den Tiefsetzsteller mit diesem Synchrongleichrichter betreibe und tatsächlich immer so ansteuere, dann haben wir keinen Lückbetrieb mehr. Und zwar, weil der Strom durch die Induktivität, der Strom IL, nun negativ werden kann. Das heißt tatsächlich, der MOSFET kann ja in beide Richtungen einen Strom führen. Wenn er jetzt eingeschaltet ist und normalerweise die Diode leiten würde, dann fließt der Strom hier aus dem Drain-Anschluss raus, eigentlich ein negativer Drain-Strom. Wir benutzen genau die Eigenschaft, dass der MOSFET sozusagen einen negativen Strom führen kann. Und dann,
wenn sonst der Strom in der Induktivität zu Null werden würde, kann jetzt hier der Strom tatsächlich negativ werden, weil durch das Einschalten dieses Transistors weiterhin an dieser Stelle die Ausgangsspannung an der Induktivität angelegt ist und damit der Strom weiter abnehmen kann. Dann liegt die Spannung minus UA in diese Richtung als Spannung UL an der Induktivität an. Und dann haben wir keinen Lippbetrieb mehr. Das heißt, wir erzwingen, dass der Schalter immer im CCM-Modus arbeitet, und zwar für alle Lastströme. Bis IA gleich 0 können wir das erreichen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Frage, weil wir dadurch erhöhte Leitverluste kriegen, aber theoretisch können wir damit einen DC-DC-Wandler bauen, der bis zu einem Strom von 0 im kontinuierlichen Betriebsmodus arbeitet. Es kann Vorteile haben, wenn Sie einen Regler dimensionieren. Das heißt, die Charakteristik ändert sich nicht so stark. Sie haben immer ein System zweiter Ordnung und wir haben nicht dieses Umschalten zwischen einem System erster Ordnung und einem System zweiter Ordnung. Noch eine Anmerkung. Wir haben hier eine Möglichkeit, den Energiefluss umzukehren. Und zwar betrachten wir mal Folgendes. Ich mal mal kurz auf einen Tiefsetzsteller mit Synchrongleichrichter, jetzt halt nur mit Schaltern dargestellt. Das wäre hier der linken Seite der Tiefsetzsteller oder Abwärtswandler mit Synchrongleichrichter. Und wenn ich jetzt Ein- und Ausgang vertausche, wenn ich jetzt sage, ich vertausche jetzt hier die Spannungsquelle und den Lastwiderstand, dann könnte ich die Schaltung so ummalen, dass ich sage, okay, tatsächlich habe ich hier jetzt eine Eingangsspannung über eine Induktivität an ein Netzwerk, wo zunächst ein Schalter nach Masse ist und ein zweiter Schalter auf jetzt ein Kondensator geht und einen parallelen Lastwiderstand, und dann sehen wir, dass hier wir einen Hochsetzsteller haben. Das heißt tatsächlich, wenn ich hier sozusagen Quelle und Last vertausche bei diesen beiden Schaltungen, dann wird aus dem Tiefsetzsteller ein Hochsetzsteller und umgekehrt, und ich kann dann sozusagen Energie in die umgekehrte Richtung zurückführen. Das heißt, ich könnte auch sagen, wir nehmen hier die Lastschaltung weg, ersetzen es durch eine zweite Spannungsquelle, UA kleiner als UE, machen das in diesem Fall auch, und dann haben wir die Möglichkeit, zwischen zwei Spannungsquellen, die unterschiedliche Werte haben, Energie auszutauschen, und zwar in beide Richtungen. Ja, von hier nach hier, von links nach rechts arbeitet das wie ein Hochsetzsteller, von rechts nach links wie ein Tiefsetzsteller, wobei jetzt hier in dem Fall halt Ein- und Ausgangsspannung vertauscht sind, und das ist diese Umkehrung der Energieflussrichtung. Noch ein Hinweis, das ist natürlich nicht beschränkt auf den Tiefsetzsteller, deswegen benutze ich nicht so gern die Bezeichnung Synchron-Abwärtswandler, sondern diesen Synchron-Gleichrichter kann ich natürlich bei allen anderen DC-DC-Wandlern, die eine Diode haben, die sonst leitet, wenn der Schalter aus ist, auch machen. Das heißt, das kann ich machen beim Hochtiefsetzsteller, Hochsetzsteller, wie wir gerade gesehen haben. Ich kann es machen bei isolierten DC-DC-Wandlern, die wir später kennenlernen werden, beim CPIC, CETA und so weiter. Das heißt, wenn ich die Dioden durch aktive Schalter ersetze, kriegen wir dann hier diese Umkehrung des Energieflusses und gegebenenfalls die Möglichkeit, die Verluste zu reduzieren. Jetzt wollen wir uns in der Simulation mal angucken, wie sehen dann die Strom- und Spannungsverläufe aus. Das ist jetzt nichts sonderlich Spannendes. Ich habe jetzt hier mal die Schaltung aufgebaut, wieder mit diesen idealen Schaltern hier. Zwei Schalter, die jetzt angesteuert werden mit Signalen, die sozusagen invertiert zueinander sind. Das heißt, der obere Schalter hier, der übliche Schalter beim Tiefsetzsteller, der mit dem Tastverhältnis D angesteuert wird, über die Steuerspannung UST1, und der untere jetzt mit einem Tastverhältnis 1-D. Und dann wollen wir uns angucken, wie dort die Stromverläufe sind. Dann habe ich hier rechts mal die wichtigsten interessierenden Signalverläufe dargestellt. Das heißt, dann haben wir hier oben unser Steuersignal für den eigentlichen Schalter, das heißt, hier tatsächlich haben wir unsere Zeitdauer D mal T, dieses Tastverhältnis D. Wir haben das zweite, das invertierte Signal hier mit dieser Zeitdauer 1 minus D mal T, Tastverhältnis 1 minus D angesteuert. Und dann sehen wir hier, okay, tatsächlich immer dann, wenn der obere Schalter eingeschaltet ist, S1 eingeschaltet ist, kriegen wir eine positive Spannung an der Induktivität, hier UE minus UA durch L, der Strom nimmt zu. Immer dann, wenn der zweite eingeschaltet ist, kriegen wir die Spannung minus UA in der Induktivität, der Strom nimmt ab. Das heißt, genauso wie beim normalen Tiefsetzsteller. Wir sehen dann hier, okay, der Schalterstrom ist abschnittsweise der Strom durch die Induktivität. Der Strom des synchronen Gleichrichters hier, der Strom minus IS2, Achtung, minus IS2 ist der Strom, der hier in diese Richtung rausfließt. Das heißt, der Strom, der normalerweise der Diodenstrom wäre, ist auch hier der Strom durch die Induktivität in diesem zweiten Intervall. Und jetzt sehen wir hier, was interessant ist, ich habe bewusst so einen Arbeitspunkt gewählt, bei dem wir hier einen Stromverlauf haben, der zeitweise zu Null wird. Das heißt, tatsächlich haben wir hier irgendwo in etwa die Nulllinie des Stroms. Und dann sehen wir, dass hier der Strom zeitweise negativ wird, sowohl im Schalter IS1 als auch im Schalter
IS-2. Tatsächlich ist im Schalter IS-2 eigentlich der Strom einen größeren Zeitdauer negativ und hier bloß eine kurze Zeitdauer negativ, weil das ja minus IS-2 ist. Und wir sehen, wir haben hier keinen Lückbetrieb mehr in der Schaltung. Diese Schaltungsart hat aber einen anderen Vorteil. Bei dieser Schaltungsart kann man jetzt im realen Betrieb zum Beispiel die Schaltverluste sehr stark reduzieren. Mit so einer Schaltung kann man sogenanntes Zero-Voltage-Switching realisieren. Darauf wollen wir jetzt hier aber nicht weiter eingehen.